Willkommen zu dem Video Let's Play Ox Must Die 2 Together mit Zuckzui und ich rede ganz komisch. Ja, aber das muss manchmal auch einfach so sein. Ja, ich muss immer die falsche Silbe betonen. Naja, in der Klemme, ach du Scheiße. Das hab ich mir auch gedacht. So gut. Es lief so gut, wir haben sechs Level jetzt mit perfekt und jetzt sitzen wir in der Klemme. Wobei, ich sag mal, die Namen bisher, die waren ja eigentlich immer schlimmer, als das Level letztendlich war. Das war, glaube ich, bisher im ganzen Spiel so. Ich hoffe mal, es bleibt auch so, dass der Trend wirklich so bleibt, das wäre schön. Ja, das wäre eigentlich nicht schlecht. Okay, na dann, von gut. Mir aus kann's losgehen. Okay, bin dabei. So, das sieht erstmal sehr verworren aus. Ja. Okay. Ja, und das ist es offensichtlich auch. Schön! Was hab ich denn hier Schönes? Schauen wir nochmal kurz. Das sieht eigentlich schon ganz okay aus, was ich hier hab. Perfekt. Also wir haben hier auf jeden Fall Säuregruben. Na, da wir die Dinger nie benutzen, so richtig, also irgendwas reinschubsen oder so. Also zumindest nicht bewusst. Also wir haben 4 Eingänge diesmal. Das ist aber viel. Bisschen mehr. Erstmal kommen die jeweils nur von diesen längeren Seiten. Mhm. Und soweit ich das weiß, kommt hier auch ab und zu mal den Fluggegner. Schauen wir mal kurz nach. Genau, richtig. Zauberbuch. Oh, die ganze Palette. Frostfledermaus, okay. Ja, also auch Fluggegner, nicht so viele wahrscheinlich. Ja, weicht Bodenfallen aus, ja. Ganz geschickt. So. Ja, das hätte ich aber auch von alleine, hätte ich da drauf kommen können. Auf jeden Fall. Also mehr Gegner kriegen sie hier kaum noch rein. Also links passt noch, na, 3 das, vielleicht noch. Ja gut, kommt auf die Auflösung an. Bei mir kämen da jetzt noch so ungefähr 2 Stück hin. Okay, links. Also bei mir passt links und rechts noch einer und dann ist immer so eine halbe. Also wenn sie es noch ein bisschen umstrukturieren, genau. Dann... Hier wird schon mal direkt in der Mitte zerteilt. Erdfürst, ja gut, also wir haben schon ordentlich viele fiese Gegner. Ja, das stimmt allerdings. Ja, nimmst du dann anstatt der Pfeilwand oder anstatt dem Vampirhandschuh die... Ach, nee, du wolltest ja den Vampirhandschuh so nehmen. Ja, schon gut. Nee, dann... Ich bin zufrieden. Gut, ich hab nichts klar, gesagt. Alles klar. Gut, na dann erstmal zur anderen Seite, oder? Ja, würde ich sagen. Aber hier gibt's ja wieder einen schönen Teleporter. So, wir jetzt mal orientieren. Ach, da ist die Treppe. Gut. Ach, nee, du bist jetzt da oben, da wo ich hin wollte. Ach, verdammt. Kann man sich auch schon verlaufen. Da ist Lava, gut, da springe ich nicht runter. Hast gewonnen, Spiel. Hier ist eine ganz gute Position, um mal ein paar Bogenschützen aufzustellen, weil hier kommen die Gnolle nicht ran. Also zumindest nicht so schnell. So. Gut, Brotaputatu. Ach, ich baller einfach mal ein bisschen Teer hin. Teer ist immer gut. Manchmal habe ich fast Mitleid mit den Orks. Ja, genau. Eigentlich nicht. So. Und noch direkt noch machen wir hier noch schön was hin. Gut, das war's von meiner Seite aus auch schon. Ach so, okay, gut. Ja, da oben sind die 3 angeheuerten Söldner. Okay, ich direkt nochmal direkt am Anfang. Ja. Wenn hier irgendwas durchkommen sollte, ist hier noch der rollende Baumstamm auf jeder Seite. Das also, ist sehr schön. Der macht wirklich alles platt. Dann gegen ach, das war der, den wir auch da in dem Level zuvor hatten, oder im vorletzten Level. Den wir aus Versehen mal ausgelöst hatten, weil der irgendwo ganz weit hinten war. Perfekt. Ja, so und hier sind halt von beiden Seiten dann nochmal so Hintereingänge. Ich weiß nicht, wie stark jetzt da noch Gegner rauskommen, aber das werden wir dann gleich sehen. Mhm. Ob wir wollen oder nicht. Ja, okay. Gut. Dann kann es ja losgehen. Ach stimmt, jetzt am Anfang kommt ja eh nur was daraus. Fang nicht ohne mich an. Ich kann aber nicht warten. Nein. Epische Musik hier. Sehr schön. Ja, so ein bisschen so Flug der Karibik gleich. Ja, das hat ein bisschen was davon, das stimmt. Schön, tschüss und adios. Ich habe gerade gesehen, das Coole an der Pfeilwand ist eigentlich, dass die Pfeilwand die Gegner auch in Brand stecken kann. Das ach so, hast du das Unikat dazu, oder? Ja, das war gar nicht so teuer. Das habe ich mir für den Rest geholt. Nicht schlecht.
Ich hab's zwar jetzt noch nicht eingesetzt, aber. Naja, das Level. Meine das Level geht ja noch ein paar. Kann man auch hier drüben zum Beispiel dran machen. Oh, ein Kopf, ein Kopf, ein Kopf. Da wo ich jetzt meine Säurefalle platziert habe, weil deine haben ja fast unendlich, also wenn sie erstmal ausgelöst sind, haben sie ja unendliche Reichweite, soweit ich das sehe. Ja, die haben auf jeden Fall eine mega Reichweite, das oder stimmt. Zumindest fast, also die Säurefallen ein bisschen weniger. Uiuiui, das war schon knapp. So, und, jetzt natürlich auf die andere Seite. Ach du meine Güte, lauf! Oh mein so Gott! Schnell. Lauf! So schnell bin ich nicht! Ja, jetzt orientieren. Ach du Scheiße, ah dann. Ich muss jetzt auch erstmal gerade gucken. Wo bist du? Ach, da hinten. Ich laufe dir einfach mal nach. Deinem Pfeil. Dein Pfeil wird schon recht haben. Versuchen wir es. Ich stelle mich mal da oben hin, wo die Bogenschützen hinkommen. Weil dann kann ich da gleich ein paar platzieren. Obwohl, ich kann ja von hier platzieren. Okay. Egal, vergiss, was ich gesagt habe. Gut, ich war jetzt gerade ein bisschen gestresst mit meinem Teerfall. Ich widerrufe das, was ich gesagt habe, und behaupte das Gegenteil. Das ist das Beste, was du machen kannst. Das ist dann die politische Vorgehensweise. Komm schon. Ich würde so gerne mal so einen direkten Treffer wieder mal mit meinen Granaten landen, aber irgendwie haue ich die immer in die kleinen Spalte, die die noch lassen. In die kleinen Freiräume. Ja, das nennt man ein Tor. Ja, stimmt eigentlich. Au. Oh, ich will hier meine Bogenschützen platzieren. Nö. Oh. War nur einer. Hat sich ja richtig gelohnt. Wow. Ja, ich kann hier aber gerade auch schon mal hier noch so eine Reihe hinbauen. Das, aber hier bei den Leveln, wenn jetzt irgendwie in der Mitte was kommen würde, dann wäre es ganz schön weit weg. Ja. Das ist mir gerade schon aufgefallen, als wir da 15 Sekunden Zeit hatten zum Rennen. Wo denn jetzt bitte? Soll ich mal verdachtsweise auf die andere Seite rennen? Ja, mach mal. Also, oder, ja gut, mach mal. Ich laufe, ich laufe, ich laufe. Wenn, dann müssten wir es ja irgendwie noch in der Mitte abhalten können. Guten Abend. Ja, andere Seite. Hervorragend. Sehr gut. Ich werde mir gleich ein bisschen Pause haben, dann renne ich mal zu unserem Spalt und tu da auch nochmal ein bisschen... Wow, was ist mit dem passiert, mit dem Ogre? Meine Güte. Da hau ich doch nochmal ein paar Paladine hin. Ja, ich denke, dieses Level werden wir mehr oder weniger getrennt spielen müssen, weil es ist einfach zu weit. Das ist auf jeden Fall zu weit, das stimmt, ja. Ansonsten wird das nichts mehr. Das wird nicht unbedingt angenehm. Also jeder seine Seite, plus dann wir beide die Mitte. Hurra! Wow, Erdfürst. Okay, ich bin soweit, glaube ich, durch mit meiner Seite. Sie kann auch. Das ist unfair, du hast früher angefangen. Nein, da kommt auch noch was. Keine Sorge. Okay. Bin ich ja beruhigt. Das ist gut. Mir kommt nämlich auch noch was. Komm, ist gut, ist gut, ist gut. Oh, Feuer-Oger. Ja, den habe ich auch schon gesehen. Level 3? Ganz schön. Ups. Sehr schön. Boah, ich muss jetzt noch ein bisschen was hinpacken wieder. So. Ja, okay, gut. Ich muss erstmal die Punkte finden, wo die überhaupt jetzt. Ach, da! Eieiei, okay. Jetzt bist du in der Mitte. Ach, stimmt, ja, gut. Ich überlege gerade, was jetzt am sinnvollsten wäre. Die können von zwei Seiten da hinkommen. Ob ich da ein Paladin hinpacken soll, aber dann habe ich nicht mehr viel Geld für andere Sachen. Na, ein bisschen Teer wäre eigentlich ganz gut, weil wir können auch das beschützen. Ja, stimmt. Ich komme mal zu dir rüber da. Nein! Oh mein Gott, ich hab dich Brücke einfach nicht gesehen. Da geht die perfekte Wertung dahin. Ach, dann dadurch wird es ein bisschen spannender, wenn wir nicht so viele Schädel haben. Genau. Ich muss es irgendwie rechtfertigen. Meine Doofheit. Okay, also von mir aus kann es losgehen. Okay, gut. Jeder eine Seite. Alles klar. Ups. Schick mir mehr. Und bei mir kommt mal wieder nichts. Naja. Ah, oh, direkt ein Frost-Oger, wie schön. Gibt es ein schöneres Willkommensgeschenk? Oder zwei Frost-Oger, besser gesagt. Ich versuche hier so ein bisschen zu snipen, von extrem weit weg. Aber das machst du ziemlich gut, muss ich sagen. Ja, die sind einfach so groß, da kann man nicht so sehr daneben liegen. Ach, ich würde das schaffen.
Oh, ey, triff doch mal, Dennis. Kann nicht sein hier, verdammt. Aber aus der anderen kommt echt gar nichts, ja. Ist so. Ja, es ist schön, dass du mir hilfst. Das weiß ich sehr zu schätzen. Das habe ich aber, glaube ich, auch nötig gerade. Ja, ich glaube, das ist eh so gedacht, dass man erstmal die eine Seite macht und gleich kommt es eh bei mir dann. So, du bist noch nicht Geschichte. Okay, jetzt ja. Gut, ich komme mal rüber. Diesmal versuche ich auch nicht in die Lava zu fallen. Da ist die Treppe, gut. Achso, letztes Mal hast du es versucht? Genau. Da ist es mir auch noch geglückt. Okay, sobald da ein bisschen Ruhe im Spiel ist, versuche ich mal ein bisschen Teer hinzuklatschen. Ich versuche dir ein bisschen Ruhe zu verschaffen. Danke, danke und... So, okay. Puh. So, und da ja auch irgendwo Kobolde durchkommen könnten, fangen wir gleich mal an mit Feuer. Okay, es wird von der anderen Seite auch noch verflucht. Oh, oh, oh! Ich meine, die perfekte Wertung ist eh hin, von daher. Okay, ich kann das nicht. Ich kann das alles nicht stemmen hier. Ich bin hier bei mir nicht überfordert, aber ich versuche gerade rüberzukommen. Ich bin hier schon überfordert, das kann man schon so sagen. Ja, es sind gerade ein paar durch. Gut, dann habe ich auch kein schlechtes Gewissen mehr, dass ich gestorben bin. Oh, damit habe ich nicht gerechnet, dass jetzt hier so viel auf einmal kommt. Nee, ich habe das auch einfach viel zu spät gesehen, dass es von der anderen Seite auch noch kam. Hättest du es nicht gesehen, hätte ich es gar nicht gecheckt. Okay, müssen wir das doch noch weiter verstärken hier. So. Morgenstern. Ich finde es immer doof, wenn die so eine Ecke zu hoch hängen. Mhm. Wenn es zumindest so aussieht. Ja. Ach verdammt, wir hätten da anstatt rüber zu laufen, hätten wir einfach den blöden Teleporter nehmen können. Ach ja. Schlau. Wie ein Fuchs. Ey, vier Seiten. Oh, das ist nicht dein Ernst, oh mein Gott. Ah ne, es ist nur in der Luft. Ich kümmere mich um die Fliegen. Ah ne, jetzt, ja klar. Okay. Gerade ein bisschen überfordert, weil ich nur rote Punkte überall sehe. Jetzt kommen irgendwo hier diese Frostfledermäuse. Ich bin mir nicht sicher, ob die an unseren Bogenschützen vorbei müssen. Ich glaube fast nicht. Das ist natürlich schade. Ja. Ah, da kommen sie. So, okay. Gut, ich habe die zumindest schon mal die eine Seite noch ein bisschen. Mach mal die andere Seite mit den Fliegern. Okay. Gott. Okay. Ich war den geblindet oder so? Ja, du bist drunter durchgelaufen, ja. Ah, okay. Gut. Verdammt. Da kommen noch ein paar Gegner. Okay, ein paar ist gut. Das sind schon ein paar einige. Hier wären auch eine gute Position für Bogenschützen, merke ich gerade. Mhm. Oh, noch ein Erdelementar. Naja, was soll's. Halb so wild. So, okay. So. Wäre das schon mal erledigt? Das ist ja noch ein einsamer Gegner. So wie es aussieht. Sehr gut. Beziehungsweise endlich fertig. Sehr gut. Okay, Gnolle. Schön. Das können wir unsere Fallen machen lassen. Da renne ich jetzt nicht extra hin. Obwohl, das ist ganz viel Geld. Ach, scheiß drauf. Sei nicht so gierig. Nein, Geld. Ich muss. Ja, 300 Gold. Haben oder nicht haben, das ist schon ein Unterschied. Okay, dann sehe ich jetzt, dass hier gerade was rauskommt. Gut, dann bleibe ich direkt mal hier. Wenn dem so ist. Ich würde hier gerne irgendwie nochmal die Keule, also den Morgenstern, hinsetzen.